Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Tramsim. Ja, und wir haben es jetzt endlich in den Prater geschafft. In der letzten Folge ist ja das nicht so wirklich geglückt. Da hatten wir ja, ich fand das so lustig, so eine Art Betriebsstörung. Da ging es auf einmal nicht mehr weiter. Der Kollege vor uns wollte nicht mehr. Der hat ein Auto in sich drin stecken, in seinem Flexity drin. Und dann ging erstmal gar nichts mehr in beiden Richtungen. Aber jetzt neu geladen, nämlich mit Typ B. Hier sieht man das B. Letzte Folge stand da noch ein A. Jetzt sind wir mit der langen Version unterwegs vom neuen Ulf im Ulf-DLC, nämlich mit dem Typ B. Natürlich auch wieder inklusive Aufrüsten, das machen wir jetzt gleich mal. Dann gucken wir uns die ganze Straße mal von innen an und von außen an. Wir haben natürlich auch schon die letzte Straße mal angeguckt, also so viele Änderungen wird es da vermutlich nicht geben. Natürlich, es ist ein bisschen länger, man sieht es auch hier schon. Wir haben jetzt hier den 7-Teiler statt den 5-Teiler, aber größtenteils innen, vermute ich mal, wird alles gleich ausschauen. Ist halt ein bisschen größer, paar mehr Sitzbänke und so weiter und so fort. Aber wir gucken gleich mal durch die Reihen. Jetzt aber erstmal aufrüsten. Prater Hauptallee heute wieder Richtung Stefan-Fahninger Platz, die altbekannte Strecke. Wir kennen sie ja schon. Mal gucken, wie ging das nochmal? Ich vermute mal, auch das hier wird halbwegs gleich funktionieren. Auf der linken Seite Führerstand, Zentralschlüssel. Dann war, glaube ich, Nummer 2. Genau, in Position 2 drehen. Das ist hier unten. Hebe den Stromabnehmer an, um das Fahrzeug mit dem Stromnetz zu verbinden. Das war hier. Das sieht auch gut aus. Stromhammer, Sonderzug. Naja, gucken wir mal. So, setze erst dann den Aufrüstvorgang fort, wenn das Fahrzeug fertig hochgefahren ist. Da scheint die Meldung Haltbremse ein. Am linken MMI-Display kann der Aufrüstvorgang fortgesetzt werden. Da steht noch überhaupt nichts. Da warten wir nochmal. Jetzt steht Haltebremse ein. Dann drücken wir hier mal weiter. Ist das Fahrzeug aktiviert, stelle den die Betriebsartenwahlschalter auf VA. Das Fahrzeug ist nun erfolgreich aufgerüstet und abfahrbereit. Bisschen zu viel. So. Das geht echt sehr schnell, muss ich zugeben. Also hier gibt es ja wirklich viele Knöpfe und so weiter und so fort. Vor allem hier halten, halten, halten mit Rollstuhl, normales Halten, Freigabe, Abfertigung. Okay, das kennen wir ja alles. Fernlicht. Kann ich es benutzen? Wo ist denn das Fernlicht? Das kleine auf der Seite wird es wohl nicht sein. Da haben wir unser Licht. Wo ist denn das Licht eigentlich für die Fahrgäste? Das muss ja auch irgendwo zum Steuern sein. Was haben wir da oben? Irgendwelche Sicherungen, Wartungsschalter. Na, da bin ich mal ganz falsch, glaube ich. Notlicht, Kabinenlicht. Zack. Achso, Kabinenlicht für unsere Kabine. Wahrscheinlich Scheibenheizung. Fahrgastlicht, da haben wir es. So, jetzt haben wir es erhellt da hinten. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, oder? Sollen wir das aufgedreht lassen? Wir lassen das mal aufgedreht, warum auch nicht. Aber mich wundert, dass das echt so schnell geht. Also ich denke mal schon, dass das auch der reale Aufrüstvorgang quasi ist, dass man hier halt den Schlüssel rein, dann hier ein bisschen rumdreht, hier den Schalter auf VA vorwärts und das war es dann anscheinend schon. Kommt mir mal fast für dieses Riesenteil hier quasi fast schon ein bisschen schnell vor, aber gut. Sehr handlich auf jeden Fall, kann man sich gut merken. Und jetzt geht's ans Ibis. Jetzt geht das Ibis inaktiv. Wir drücken erstmal irgendwo, nämlich auf Eingabe. Linie, Kurs, das passt schon mal. Ich glaube, das habe ich jetzt halbwegs raus. Bestätigen mit Eingabe. Bäm. Personalnummer 081500. Das sollte auch okay sein. Sechsstellige Nummer. Und dann noch das Ziel. Fahrschule. Ja, sind wir auch. Nur halt heute nicht. Wir machen das so im Live-Betrieb. Fahrschule. Wir fahren Richtung Stefan-Fahninger Platz. So, lala. Und ich würde sagen, wir fahren auch direkt mal los. Und zwar bis dann nach drüben. Damit wir schon mal die ersten Fahrgäste einsacken können. Und da bin ich heute mal sehr gespannt. Letzte Folge. Bis zum Ring hat es ja halbwegs gut funktioniert, ohne Verspätung. Am Ring hat es dann wieder ein bisschen anders ausgesehen. Mal gucken, wie es heute aussieht. Mal gucken, ob wir überhaupt beim Prater ankommen. Beim Stefan-Fahninger Platz mache ich natürlich. Oder ob irgendwer wieder eine Betriebsstörung auf dem Weg hat. Mal schauen wir schon. Das war echt lustig in der letzten Folge, muss ich zugeben. Das hat man ja noch nie so. Also, dass quasi die KI rumspackt und wir nicht mehr ins Ziel kommen. War schon lustig, muss ich zugeben. So, da 6 Minuten, da müssen wir abfahren. Dann würde ich sagen, spulen wir auch direkt mal ein bisschen die Zeit vor, oder? Sagen wir mal, um 10 fahren wir los, ist es mal 9. 11 Uhr 9, das ist, glaube ich, ganz gut. Und dann sollten wir, glaube ich, nee, wir sollten ja noch aussteigen. Upsi, voll vergessen. Das machen wir jetzt direkt mal. Ich brauche ja noch ein Thumbnail, also von dem her machen wir das gleich mal.
Hier sind wir. Richtung Stefan Fahninger Platz mit dem Ulf Typ B der zweiten Ulf-Version, die es hier gibt im Ulf DLC. Richtig, richtig cool, die lange Version eben. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal von innen an. Den Plan haben wir uns in der letzten Folge schon angeschaut, also das ist alles wirklich hier halbwegs dasselbe. Es gibt halt ein paar mehr Sitzbänke, den Fahrkartenautomat haben wir hier, wir haben die Werbungen da oben, dieses Infosystem, was leider nicht funktioniert. Die Anzeigen da oben funktionieren auch leider nicht. Vielleicht später dann mal, vielleicht kommt da noch ein Patch oder so. Oder vielleicht funktionieren sie auch und die funktionieren erst während der Fahrt, kann auch möglich sein. Und da sind wir auch schon wieder hinten. Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Kannst du ein bisschen ruhig sein? Dankeschön, meine Liebe. Ja, wir haben hier das Heckteil, dann haben wir hier einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal den Fahrgastraum und vorne noch unser Teil, nämlich... Hallo. Der Fahrersitz. So. Dann würde ich sagen, eine Minute haben wir noch, halbe Minute haben wir noch. Ist da noch wer? Hinten ist noch jemand. Weißt du was, wir warten jetzt einfach mal, bis die Türen zu sind und dann fahren wir los. Wie auch immer der Fahrplan aussieht, halbwegs in der Richtung soll es passen. Wir fahren jetzt einfach mal los. Ihr wisst ja eh, wir kommen eh nicht pünktlich an. Also von dem her, fahren wir halt mal. So, ganz sanft. Hier müssen wir ein bisschen länger warten bei den Weichen, weil wir haben jetzt auch einen längeren Zug. Und jetzt kann es losgehen. Hier darf man nur 20 fahren. Da halten wir uns vielleicht, halten wir uns wirklich auch mal an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Wittelsbachstraße. Umsteigen zu 80A. Mal gucken, wie lang das da gilt. Wahrscheinlich sehr lang. Warum kann man denn hier nur 20 fahren? Hier ist der 50er, okay. Vielleicht weil da Leute herumlaufen, hier links und rechts, und die Bahngleise möglicherweise überqueren? 50 heißt übrigens bei mir 60. Also nicht wundern. Ah, ich muss schon sagen, der ist schon echt laut. Also das muss man ihm lassen. Der hat ordentlich Power, das auf jeden Fall. Der ist sehr schnell beim Angasen. Also da geht es auf jeden Fall direkt los. Aber ist halt auch sehr laut. Ich habe das eh ein bisschen runtergepegelt, also ich hoffe, das hat so gepasst in der letzten Folge. Mit der Lautstärke. Ich habe das Gefühl, der ist echt lauter als der Flexity und lauter als der E2. Wenn man die jetzt mal so miteinander vergleichen können. Natürlich mit dem anderen Ulf, mit dem Typ A-Modell kannst du es nicht vergleichen, weil das ist ja quasi derselbe, nur halt die lange Version. Ha, kommst du mal her? Die steigen zumindest ein. Und drücken nicht nur und gehen dann. So, es wird gleich grün. Fahren wir schon mal. Na siehst du, das läuft wie am Schnürchen. Aber wir sind jetzt bei der ersten Haltestelle. Also, ja, weißt du Bescheid. Pünktlichkeit plus 1. Was? Das muss plus 20 sein. Wir sind ja voll im Fahrplan drin. Löwengasse. Umsteigen zu 4A. Na, guck mal. Hallo, Kollege. So wirklich weit hatten wir es ja in der letzten Folge nicht mehr. Also wir waren ja schon dem Ziel sehr nahe, muss ich zugeben. Nur halt noch nicht ganz so nahe. So, die verschwinden alle. Vor Scham. Guck mal, der 4A fährt hier beispielsweise auch rum. Aber ich denke mal, wir haben ja jetzt die KI-Linie 62, die haben wir auch in der letzten Folge schon gesehen. Ich denke mal, vorerst, ich weiß nicht, ob wir überhaupt irgendwann mal Busse hier rumfahren werden, aber ich denke mal, vorerst werden vielleicht auch die ein oder anderen KI-Linien am Ring vielleicht rumfahren. Ich würde es mir wünschen, ich bin ein großer Freund von KI-Linien. Das war ich am OMSI auch schon, habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich freue mich immer, wenn echt, echt, echt viel los ist, natürlich vom KI-Verkehr hier auf den Straßen, von den Fahrzeugen quasi, Fahrzeuge, LKWs und so weiter und so fort, aber natürlich auch vom KI-Verkehr, von den Straßenbahnen. Hetzgasse. Habe ich ja auch im OMSI immer, da ging es eher um Busse. Habe ich auch immer alles hochgestellt. Extra im Editor nochmal die Map ein bisschen umgestellt. Und da konnte man nämlich auch einstellen bei den einzelnen KI-Linien, wie oft die fahren sollen. Und da habe ich... Oh, okay.
da habe ich eben auch immer geguckt, dass wirklich alles auf Maximum ist, damit wirklich, 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 wirklich viel KI-Verkehr auf den Straßen ist. Fand ich immer sehr cool. Ich finde das immer sehr cool. Ich finde das immer sehr lebhaft, wenn da auch ein bisschen was los ist. Und ich freue mich sehr, dass es hier jetzt auch die erste KI-Linie gibt, eben mit der Linie 62, wo der Ulf im Typ A herumfährt. Also die Version, die wir dann in der letzten Folge gespielt haben. Und mal gucken, vielleicht in den nächsten Updates, bei den nächsten Patches, mal schauen, vielleicht kommt da auch eine andere KI-Linie dazu. Was machst du da schon wieder? Tür auf und gehst dann? Am Ring, das wäre echt, echt, echt schön, wenn da vielleicht irgendwie die Linie 71 beispielsweise oder der D-Wagen beispielsweise am Ring rumfährt, dass dort noch ein bisschen mehr Leben einkehrt. Wir haben volle Straßen, das auf jeden Fall. Mal gucken, wir lassen uns mal überraschen. Ich bin erstaunt, wie gut das funktioniert. Wir haben gerade 2 Minuten Verfrühung. Aber wie gesagt, ich möchte hier nichts verschreien. So, 10 Punkte für den Haltepunkt. Das läuft heute. Heute läuft's, Freunde. Und wir bekommen wahrscheinlich keine Punkte mehr wegen der Pünktlichkeit, weil wir viel zu früh dran sind. Also plus 3 Minuten ist das Maximum, was wir an Verspätung haben können, um noch Punkte ergattern zu können. Aber ich vermute mal, bei der Verfrühung sieht das Ganze dann doch ein bisschen anders aus. Ich glaube, das geht eher nur so bis 0,5 Minuten Verfrühung und früher darf es ja nicht dran sein. Aber ganz ehrlich, wir fahren einfach. Wir kommen noch auf den Ring, da sieht die ganze Sache dann schon anders aus. So, ein bisschen langsamer hier. Was fährt denn da eigentlich für eine Linie? Da muss ich ja glatt mal nachgucken bei der nächsten Haltestelle. Hintere Zollamtstraße. Umsteigen zu O in Richtung Parkstraße. Das teilt sich ja dort vorne auch irgendwie in 2 Linien. Also vielleicht fährt da eine andere auch noch. Schauen wir mal, was steht denn da noch? Ach, die Linie O fährt hier, der O-Wagen. Guck mal einer an. Und der biegt dann vermutlich hier gleich wieder ab. Also gerade jetzt dürfte er abbiegen. Der O-Wagen. Interessant, wo fährt denn der hin? Wir können ja glatt sogar nachschauen, weil wir haben hier eh rot. Die Linie O, Raxstraße. Ach ja, hat sie ja eh gerade angesagt, die liebe Dame, die liebe Ansagestimme. Richtung Raxstraße, der O-Wagen ist mir noch nie aufgefallen bisher. So, das sieht gut aus. Erstaunlich gut. Also Freunde, heute läuft es anscheinend wirklich gut. Guck mal, da vorne ist auch grün. Julius Hafenplatz. Umsteigen zu 2. Also heute haben wir es echt gut erwischt. Heute haben wir echt, echt, echt eine gute Strecke und eine. Naja, eine gute Strecke. Wir fahren ja dieselbe Strecke. Oh, bremsen. Oh, ich glaube, das war ein bisschen zu weit. 5 Punkte, das war ein bisschen viel zu weit. Okay. Aber ich ein bisschen schnell hier. 3 Minuten, in 3 Minuten sollen wir erst ankommen. Uiuiuiui, da sind wir beide unserem Kollegen im Nacken. Mal schauen, ob wir den einholen, aber ich vermute mal, so früh werden wir nicht dran sein. Außer der hat vielleicht auch Verspätung, das kann natürlich möglich sein. Der fährt ja auch am Ring. Und wir haben grün und es läuft. Also, ich bin sprachlos, ich bin echt sprachlos. Das klappt super mit dem Einsteigen. Die sind echt schnell heute. Schwedenplatz. Umsteigen zu. 2. 2a. Ich habe die Ampel zu spät gesehen. Ich glaube, wir hatten da vorne eine. Und da mache ich aber so konzentriert, dass ich den Flex, die Kollegen da grüße. Ich gar nicht mehr auf die Ampel geschaut. Scheißdreck. Okay, wir haben rot. Gut, da sage ich jetzt mal nichts dazu, weil wenn ich aufs Ibis gucke, dann sehe ich, wir haben minus 3,5 Minuten Verfrühung, Freunde. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben 3 Minuten Verfrühung. Da können wir auch mal bei der roten Ampel stehen bleiben. Also es ist ja nicht so, dass wir sonst nicht stehen bleiben würden, aber gelassen stehen bleiben, ohne Angst haben zu müssen, dass sich noch mehr Verspätung bildet. Wir können ganz, ganz, ganz gechillt da heute rumfahren. So, jetzt könnte es aber bald grün werden.
Yeah. Also ich bin echt, wenn man da halbwegs gut im Fahrplan ankommt beim Stefan-Fahrenker-Platz, dann muss ich sagen, ich glaube, das war die erste Runde, wo der Fahrplan eingehalten werden konnte, also so mehr oder weniger. Ich meine, wir sollten natürlich jetzt hier nicht zu früh rumfahren eigentlich. Normalerweise müssten wir da jetzt irgendwo warten vielleicht, bis wir dann wirklich abfahren dürften. Aber wie gesagt, wir fahren dann ab, wenn wir abfahren sollen. Und zwar bei der Endstation, bei der Anfangshaltestelle. Und was auf dem Weg passiert, passiert. Ob wir zu früh, zu spät oder genau in der Zeit sind, so ist es halt. Wir halten uns an die Verkehrsregeln, an die Ampeln. Und der Fahrplan, der läuft halt mit. Wir könnten natürlich immer sagen, okay, wir warten jetzt wirklich bei jeder Haltestelle, sollten wir zu früh dran sein, bis wir abfahren dürfen. Aber dann hast du wahrscheinlich die ersten zwei Haltestellen und dann ist eh schon wieder 2-3 Minuten Verspätung. Und dann hat sich das Ganze erübrigt, weil da musst du ja dann eh schauen, dass du so schnell wie möglich von A nach B kommst. Aber wir können mal ganz gesittet heute hier fahren, das finde ich auch schön. Salzturm, Brücke. Umsteigen zu 2A, Flughafenbus. Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendig. Ja, vielleicht auch nicht. Connections to Airport Bus. So, da haben wir wieder ein rotes Ämpelchen. Ah, na so viel dazu. Na schauen wir mal, jetzt bin ich echt gespannt, ob wir irgendwann mal das Hinterteil von unserem Kollegen sehen. Und vor allem bin ich dann gespannt, ob wir wieder einen anderen Kollegen sehen, von der Linie 62, von der KI-Linie nämlich. Die fahren ja, wie gesagt, mit dem Ulf rum, mit dem Ulf Typ A, also mit der kürzeren Version, mit dem Fünfteiler. Wir sind ja mit dem Siebenteiler unterwegs. Ich glaube, wenn ich mal so das komplette Streckennetz vergleichen müsste, in Wien... Ich glaube, da sind schon mehrere Wagen vom Typ B unterwegs, oder? Ich glaube, das sind eher die längeren Modelle im Einsatz. Natürlich gibt es Linien, wo auch die kürzeren im Einsatz sind. Aber wenn ich mal so das große Ganze sehe, ich glaube, da haben wir doch eher die langen in Wien rumfahren. Also eben Typ B. Und es kommt ja auch Typ A1 und B1 raus in einem Update, in einem Patch. Früher oder später mal. Und mit denen werden wir natürlich auch fahren, ist ja ganz klar. Wie gesagt, habe ich ja versprochen, immer wenn Neuerungen kommen, dann fahren wir wieder unsere altbekannte Strecke. Hä? Warum haben wir denn rot? Werden da grün? Hallo? Achso, jetzt gleich, okay. Dacht schon, was passiert da? Na, kein Wunder, dass die alle so pünktlich sind. Guck mal, der hat da gar nicht gehalten. Die stehen da alle noch rum. Der nimmt die gar nicht mit. Puh. Schön langsam über die Weiche. Wir fahren 20. Ja, wenn es nur geradeaus geht. So, wo ist denn das Pünktchen hier eigentlich? Ah, hier. Der hat die gar nicht mitgenommen, der Flexit. Hast du das gesehen? Der ist kurz stehen geblieben, hat die Türen anscheinend gar nicht aufgemacht. Und die können gar nicht mitfahren. Also, ich muss echt zugeben, wir hatten jetzt bisher überhaupt noch kein Problem mit dem Einsteigen. Die sind heute echt fleißig. Außer der. Der hat mich jetzt gehört wahrscheinlich. Sudala. Wo müssen wir hin? Wir müssen geradeaus. Und dann abbiegen. Boah, das läuft heute. Wir haben sogar die richtige Ampel erwischt. Guck mal. Gerade jetzt dürfen wir abbiegen. So, ganz sanft, ganz sachte. Börse. Umsteigen zu D. In Richtung Nussdorf. 40A. Und jetzt geht's los mit der Verspätungsstrecke. Denke ich mal. Denke ich mal. Okay, da trinkt man mal einen Schluck. Da haben nämlich erstmal die Fußgänger grün. Also das heißt, das wird noch eine ganze Weile dauern.
Aber wir haben ja 4 Minuten Verfrühung. Blöd, dass ich nicht weiß, auf welche Taste ich die Screenshots gelegt habe. Ich glaube, standardmäßig ist es in Steam auf F12. Da kann man einen Screenshot machen. Aber ich glaube, ich habe das irgendwann mal umgestellt oder generell ausgestellt. Ich weiß gar nicht mehr. Das würde ich mir ja echt fast schon screenshotten, wie gut wir da heute unterwegs sind. So, solange es rattert, fahren wir mal langsam. Wenn es dann wieder normal klingt, dann sind wir, glaube ich, durch. Sudena, bitteschön. Einmal aus, einmal rein. Und Saku, die despawnen zwar komischerweise, warum auch immer. Aber drin sind sie zumindest. Okay, wir lassen mal die Tür offen. Warten mal, vielleicht möchte noch jemand einsteigen. Gut, da ist aber auch Stau. Guck mal. Da stehen die auch ein bisschen an. Da könnten wir uns übrigens auch kurz führen lassen, da hinter der Börse drumherum. Ne, die Börse ist ja hier. Also weißt du schon, da hinten so rumherum. Dann würden wir nämlich hier wieder rauskommen. Genau da nämlich. Da haben wir eine Haltestelle, die wir vielleicht erhalten oder auch nicht. Ich glaube, da fährt die Linie 71 im Real Life. Also ich weiß, die Linie 71 fährt bis zur Börse, aber ich weiß leider nicht, wo die da umdreht. Das weiß ich leider nicht. Da bin ich auch noch nie hingefahren, muss ich ehrlich zugeben. Aber vermutlich irgendwo dort. Irgendwo, wo Gleise sind. Das kann man, glaube ich, schon mal mit ziemlicher Sicherheit sagen. So, wo ist das Pünktchen? Da vorne ist das Pünktchen. So, da, da. 8 Punkte. Naja, gut, das nehme ich. So, 300 Minuten Verfrühung. Also, ich bin, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Außer, dass ich mich freue. Vor allem jetzt mit Verfrühung sind auf einmal die Ampeln grün. Da klappt alles. Und wenn wir dann mal Verspätung haben, ist jede Ampel rot. Guck mal, wir sind hier 15, 20 Sekunden in der Haltestelle drin und das war's dann. Dann fahren wir schon wieder. Und stehen halt bei der nächsten Ampel, aber es macht ja nichts, wir haben ja genug Zeit. Rathausplatz, Burgtheater. So, die kommen da anscheinend auch gerade erst an, das heißt, es wird noch eine ganze Weile dauern. Fußgängerampel ist grün. Ja, da kann ich ja fast noch einen Schluck trinken. So, da la. Wie schaut's aus bei euch? Ziemlich leer. Ah, jetzt geht's los. Ich glaube, ich könnte sogar immer erst viel, viel, viel später bremsen. Ich fahre immer so sanft in die Station rein. Ich glaube, man könnte viel härter bremsen. Und dafür mal mit einer höheren Geschwindigkeit in die Station reinfahren quasi. Sollte ich vielleicht mal probieren bei den nächsten Haltestellen. Wir haben ja noch einige vor uns. So, da hinten. Ja, die wollen doch nicht. Die macht jetzt auch nochmal auf. Ob sie einsteigt oder nicht, aufmachen wird sie auf jeden Fall. Na, oder auch nicht. Na doch, war ja klar. Und steigt ein, da immerhin. So, wir haben aber eh rot, also von dem her alles gut. Könnt einsteigen, aussteigen, je nachdem. Vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob es wirklich richtig ist, hier drin zu sitzen beim Muckemuck. Ob man vielleicht doch noch ein bisschen Wert in seinem Leben sieht. Und sich vielleicht doch noch denkt, na, vielleicht doch so ein paar Jährchen, wenn nicht schlecht. Wart mal lieber auf die nächste Straßenbahn. Soll der Muckemuck mal mit den anderen fahren? Jetzt ist zu spät.
in Richtung Dornbach. Das war, glaube ich, echt gut gebremst gerade. Guck mal, 10 Punkte. Nice. Das klappt echt gut mit dem Einsteigen heute, muss ich zugeben. Guck mal, Türen sind schon wieder zu. 200 Minuten Verfrühung haben wir noch. Also alles gut, Freunde. Überhaupt kein Problem. Und wir verlassen den Ring sogar bald wieder. Das heißt, wir müssen nur gucken, dass wir halbwegs gut durch den Ring kommen. Und dann schauen wir mal, wie es schlussendlich beim Stefan-Fahninger-Platz aussieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dort mit Verfrühung ankommen. Also ich glaube, wir werden doch noch ein bisschen Zeit brauchen hier. Aber wir lassen uns mal überraschen. Beim Stefan-Fahninger-Platz kommt dann die große Abrechnung. Und dann sehen wir eh, wie es läuft. Oder gelaufen ist. Ring, Volkstheater. Umsteigen zu U3. 46, 49, 48a. Ich blick da immer sicher, aber ich weiß gar nicht, ob man das eigentlich machen müsste oder nicht. Einfach nur der Vollständigkeit halber. So, die ist auch irgendwie selbstmörderisch unterwegs. Aber keine Kollisionsanzeige. So, lala. 9 Pünktchen, wir haben rot, das heißt, lasst euch Zeit. Na, vielleicht doch nicht. Wir haben sicher gleich grün. Ich glaube, wir haben jetzt das erste Mal ein Problem mit dem Einsteigen. Ja, mal die Tür zu. Hallo? Die geht ja gar nicht zu da vorne. Wieso kriege ich denn die Tür jetzt da nicht zu? Ich drücke auf 6. Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Können Sie bitte einsteigen? Hallo? Madame, let's go! Hallo? Kann ich die Tür so wie zumachen? Na, guck mal, so funktioniert's. Na gut, dann warten wir trotzdem mal. Siehst du, da geht auch wieder ein bisschen Verspätung drauf. Verfrühung drauf. Na, ciao. Wenn ihr nicht einsteigen wollt, wieder schauen. Mir soll es recht sein. Ich habe ein paar andere hier drin. Umsteigen zu 57a. Na, sehr komisch. Das hat man, glaube ich, auch noch nie, dass die vor der Tür stehen und ich die Tür gar nicht mehr zubekomme. Ich habe nämlich auf 6 gedrückt. 6 ist ja die Tür Freigabe wieder wegnehmen. Also Nummer 4 ist Freigabe, hier blau. Und das ist Freigabe löschen. Das grüne, Nummer 6. Die Tür ging nicht zu. Zum Glück haben wir hier noch die Option Tür 1 öffnen und schließen, wenn wir wollen. Das hat funktioniert. Naja, die haben den jetzt auf die Straße gekickt. Guck mal. Die haben den wieder ein bisschen zurückgeschoben. Ich glaube, den nehmen wir mit, wenn wir jetzt hier losfahren. Der muss sich opfern. Für die anderen. Alle am Handy. Na, kein Wunder. Guck mal, der nimmt es auch noch in die Hand, damit er dazugehört. Der hat wirklich jeder ein Handy in der Hand. Guck mal, sogar der hier, der schaut zwar nicht. Der hat zwar nicht am Ohr, der hat sie so in der Hand. So, ich glaube, wir haben jetzt eine Kollision. Mal gucken. Jupp. Na, wenn du so weit vorne stehst, Pech gehabt. (lacht)
So, na, und ich glaube, wir kommen jetzt dann bald dorthin, wo auch die Linie 62 fährt. Da noch einmal links ums Eck und dann haben wir es, glaube ich. Dann sind wir dort, wo die Linie 62 fährt und dann können wir uns darauf freuen, ob wir wieder einen KI-Wagen heute sehen oder nicht. Das werden wir gleich herausfinden. Mal schauen. Bin auch gespannt, ob da mehrere rumfahren, also ob die wirklich einen Fahrplan haben quasi oder ob da halt immer ein Wagen rumfährt, je nachdem. Weiß ich gar nicht, ob die wirklich laut Fahrplan fahren oder ob die einfach nur so rumfahren. Schauen wir mal, ob die dann quasi wirklich halten dort. Das ist ja die Endstation bei der Oper. Oh, das war vielleicht ein bisschen schnell in die Kurve hier. Entschuldigung. Müssen wir ein bisschen härter bremsen. Wir haben ja die Fahrschule hier. Wir haben ja gesagt, wir machen das hier direkt im Live-Betrieb. 70 sind wir hier gefahren. Alter Falter, da geht es nämlich ein bisschen runter. Huiuiuiui. Und dann war schon die Notbremsung drin. Naja, Hauptsache wir stehen. Warum auch immer, weil hier ist ja kein Mensch. Also gerade mal die Dame hier, aber der hat ja eh rot. Naja. Vielleicht für die abbiegen. Die Autos haben bestimmt grün. Na gut, das ist ja halt alles ein Einwanderring. Die haben bestimmt grün. Und dürfen jetzt abbiegen. Da nach hinten. Ist halt nur keins da. So, da vorne dürfen wir übrigens auch abbiegen. Und ich glaube, das ist sogar gleich soweit, wenn ich das A da sehe. Jo, wir dürfen abbiegen. Mal gucken, wie schnell die sind. Ob das noch funktioniert. Ne, wir haben ja schon wieder rot. Okay. Guck mal, der andere Kollege kommt nämlich. Und der 62er würde, glaube ich, hier die Endstation haben. Also der würde hier warten und dann hier quasi wieder zurückfahren. Also dort, wo wir jetzt fahren. Mal schauen, ob wir den sehen oder nicht sehen. Er fährt ja jetzt eine ganz schön lange Strecke mit uns mit, nämlich genau bis in den Untergrund. Und irgendwo im Untergrund trennen sich dann unsere Wege. Da fahren wir weiter zum Stefan-Fahlinger-Platz und der fährt Richtung Leins. Na schauen wir mal, wir sind übrigens jetzt genau in der Zeit wieder. Das heißt, das war schon gut, dass wir da ein bisschen Verfrühung gesammelt haben. Jetzt eben das eine Problemchen mit der Tür. Ist jetzt für gerade Ausfahren übrigens nur. Deswegen nicht wundern, warum ich hier stehen bleibe. Jetzt guck mal, ob der da drüben mitgenommen hat. Da drin sitzt niemand. Guck mal, stehen alle noch bei der Haltestelle rum. Die täuschen immer nur an, die Kollegen. Die nehmen gar keinen mit. Ich glaube, da vorne... Ja, natürlich haben wir da rot. Mehr Querverkehr. Ah, guck mal! Resselgasse. Guck mal, da fährt der. Geil! Geil. Jetzt hätten wir fast sogar warten müssen. Leider haben wir Verfrühung gehabt. Wenn wir jetzt nämlich ein bisschen Verspätung gehabt hätten, dann hätten wir den vielleicht dort warten sehen. Wenn der wirklich nach Fahrplan fährt. Das ist ja die andere Sache. Jetzt guck ich mal, wo hält denn der überhaupt? Hält der auch so weit vorne? Oder hält er quasi in der Station? Und ich glaube, der fährt auch bis ganz nach vor. Ja, der fährt tatsächlich auch bis ganz nach vor. Also, es ist anscheinend wirklich dort, wo der Haltepunkt ist. Das wundert mich schon. Weil die Station ist ja wirklich weiter hinten. Cool, haben wir ihn schon gesehen. Nice, mal gucken, ob wir noch einen sehen. Wäre nämlich jetzt interessant zu wissen, ob der wirklich dort ein paar Minuten wartet. Ist ja quasi seine Endstation. Und der dort dann seine Pause hat.
So, da kommt ein Flexity. So, da hätten wir noch ein bisschen vorfahren können. 9 Punkte nehme ich mit, alles gut. Na, was ist denn, Monsieur? Wollen wir oder wollen wir nicht? Huch! Okay, ich sehe gerade. Das sind wir. Eine Minute, das sind wir. Dann kommt noch einer und dann kommt der nach Lines. Der hat also wirklich da jetzt ein bisschen Standzeit dort hinten. Cool. Finde ich cool. Wurde also wirklich anscheinend nach Fahrplan programmiert, dass der dort ein bisschen hält. Das heißt, wenn wir Glück haben und irgendwann mal dort vorbeikommen sollten, wurscht jetzt in welche Richtung, ob wir Richtung Prater fahren oder Richtung Steffen-Fahrninger Platz fahren, wir kommen ja bei beiden Strecken dort vorbei. Die Streckenführung ist halt ein bisschen eine andere, aber wir kommen bei beiden Strecken dort auf jeden Fall vorbei. Wo ist denn noch offen? Ganz hinten? Bei dem ist zu. Okay, wir dürfen eh losfahren. Mal gucken, ob wir dort irgendwann mal einen stehen sehen. Das wäre lustig. Hallo, mein Lieber. So, der schießt bestimmt gleich raus. Nee, doch nicht. Sehr gut. Dankeschön. So, das war ja wieder perfekt. Domato gebremst, zwar nur 9 Punkte, aber das macht ja nichts. Hauptsache, wir stehen in der Haltestelle drin. So, das war eine sehr schnelle Runde. Da geht's nämlich schon wieder weiter. Was macht der da jetzt? Der bleibt auf der Fahrbahn stehen. Oh, will die auch noch mitfahren? Nee, das glaube ich nicht. Ja, ja, die wollte mitfahren. Nee. 7 Minuten, meine Liebe. 7 Minuten, dann kommt der Nächste. Meierhofgasse. Ich glaube, mich erinnern zu können an die letzte Folge, dass wir da ordentlich haben aufpassen müssen, weil die hier gerne weiterfahren und quasi nicht der Straßenbahn den Vorrang lassen. Mal gucken, ob sich das hier noch füllt. Ich kann es mir gut vorstellen, da hinten kommen schon zwei. Warten wir mal ab. Warten wir mal ab und schauen, was passiert. Ob es irgendwer reinlässt, ob wir irgendwen reinlassen, müssen wir eher so rumfragen. Mal gucken. Da kommt noch einer. Okay. Also die Spur ist auf jeden Fall schon mal voll. Ich fahr mal ganz vorsichtig. Ach, der lässt mich schon. Na, das ist aber nett. Dankeschön. Cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach, der fährt definitiv. Beim anderen hätte ich mir vielleicht gedacht. Bei dem Grauen dahinter. Der bleibt vielleicht stehen. Aber hallo? Ganz gut funktioniert. Also ich habe das Gefühl, wenn wir da so mit guten 50 km/h in die Haltestelle reinkommen und dann halt langsam bremsen am Anfang und dann halt immer schärfer, wo halt der Punkt gerade liegt, kann man schon ganz gut hineinfahren in die Haltestelle. Mit einer guten Geschwindigkeit dann halbwegs schön abbremsen, damit man eben dort in der Nähe des Punktes stehen bleibt vom Gelben. Das ist ja immer der Punkt, wo man halten sollte. Sollte ganz gut so klappen. Nämlich das Gefühl, manchmal fahre ich vielleicht zu langsam in die Haltestelle und fahre dann halt so schleichend bis zum Ende vor. Könnte man natürlich auch anders machen, indem man wirklich so auf die Tube drückt und dann halt ein bisschen stärker runterbremst. Halt jetzt nicht Notbremsung, aber weißt du schon. Schon wieder ein Flexity. Johann Strauß Gasse. Umsteigen zu 13A. Die kommen uns aber oft da entgegen. Jetzt haben wir schon zwei Flexity gesehen, vielleicht sehen wir dann wieder einen Ulf, das wäre cool. Schauen wir mal, da unten geht es nämlich wieder ins Tunnel rein. Ich kann das von hier gar nicht erkennen, wann da der nächste kommen sollte. Wie sieht es hier aus? In 8 Minuten kommt der nächste.
Also vom 62er. Das da vorne ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, da kommt sogar noch ein Einser dazwischen. Guck mal, die 1 ist nämlich oben. Dann kommt die 62 und dann kommt nochmal die 1. Das heißt, wenn wir Glück haben, sehen wir noch irgendeinen unten im Tunnel drin. Mal schauen. Vielleicht ist auch gerade einer vor uns. Das kann natürlich auch möglich sein. Ich weiß nämlich leider nicht, wie das Intervall von oder wie der Takt ist auf der Linie 62. Vermutlich nicht so wie hier. Wir fahren ja jede 7 Minuten so circa, Pi mal Daumen, so jede 7 Minuten kann man rechnen. Aber wie der Takt auf der Linie 62 ist, keine Ahnung, vermutlich ein bisschen größer. So, und jetzt wird natürlich noch ein bisschen lauter, wenn wir in den Untergrund fahren. Also wieder ein gutes Bremsmanöver. Sehr schön. 9 Punkte. Alles gut. So, wie sieht's hier aus? Das war 6 Minuten für... Ach, jetzt guck mal. Hier, 62 in 8 Minuten. Da drüben? Weiß ich gar nicht. Können wir jetzt von hier leider gar nicht mehr sehen. Hör ich da was? So, irgendwas passt nicht. Der hier. So, jetzt da. Aber wir sind echt gut in der Zeit. Eine Minute Verspätung haben wir, aber das kommt ja jetzt gleich wieder zurück. Weil nächste Haltestelle wird ja angesagt. Also ich glaube echt, dass wir diesmal gut durch die Strecke kommen. Also fahrplanmäßig gut. Schon wieder ein Flexity. Aber nach dem Flexity kommt die 62. Gucken. Gucken, gucken, gucken. Aber ich habe das Gefühl, der 62er biegt dann hier irgendwo ab. Kann das sein? Also hier fahren wir jetzt alle noch nach rechts weiter, aber dann, glaube ich, biegt er irgendwo ab. Können wir von hier dann noch nicht sehen. So, aber sie sind da schon wieder. Traut sich wieder keiner, oder wie sehe ich das? So, aber jetzt. Schwupps, schwupps, schwupps. Alle mitnehmen? Na, die doch nicht. Okay. Na, jetzt bin ich gespannt, ob wir da noch einmal einen Sieg in einen Zug. Ah, hier ist keiner. Was steht da? Linie 1, Linie 1. Okay, also ich glaube nicht, dass da noch ein 62er kommt. Oder? Schreibst du was anderes an? Der schreibt nur Linie 1 an. Hält auch nur die Linie 1? Sehe ich jetzt gar nicht. Max-Langsdorfer Platz. Umsteigen zu 6, 18. In Richtung Burgkasse, Stadthalle, 62. In Richtung Leinz, 14a. Lokalbahn Gefahr. Hat uns der vielleicht schon vorher verlassen? Nee, ich glaube, der fährt dann da gerade weiter. Wir biegen ab. Und der fährt gerade weiter. Guck mal, hier steht nämlich auch nichts mehr. Da steht auch nur Linie 1. Hier steht noch Linie 62. Guck mal. Da wäre sogar der Fahrplan aufgedruckt. Ah, hier, guck mal. Linie 62. Und die wird dann vermutlich gerade weiterfahren, wenn sie denn hier wäre. Also ich habe das Gefühl, es fährt vielleicht doch nicht direkt hier nach Fahrplan. Sondern eher... Es fährt da ein Zug durch die Gegend und das war's.
glaube ich. Weiß ich gar nicht so genau. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich denke mal, der wird hier geradeaus fahren. Denn jetzt fahren wir nämlich alleine. Jetzt geht es nämlich schon nach oben. Und da gibt es keinen 62er mehr. Ich muss echt sagen, wenn du da wirklich mal mit so einem Schwung reinkommst, das klappt schon wirklich, wirklich gut. Wir haben gerade grün, ich habe das Gefühl, das wird nicht so wirklich was. Ja, vielleicht doch, vielleicht doch, vielleicht doch. Ja! Ah, komm, das war noch grün. Komm! Ah, jetzt ist zu spät. Scheiße. Nein! Ja, ja, Bim. Jetzt können wir warten, lustiger. So, die Dame steht hier wirklich perfekt. Ich wollte mal gucken. Linie 1 und Linie 6 fahren hier. Okay. Also kein 62er. Das heißt, der muss dann da unten geradeaus fahren. Viele andere Möglichkeiten gibt es ja gar nicht. So, habe ich die lustigen Herren da einschätze? Okay, ich wollte gerade sagen, die steigen ein, aber anscheinend doch nicht. Ach, jetzt haben erst die Autofahrer grüner da. Hallo, da kann ich ja noch einen Schluck trinken. Da können wir noch auf einen längeren Halt hier uns gefasst machen. Und ich wollte gerade sagen, da waren wir echt gut angekommen, nämlich da oben, da hätten wir kaum noch eine Ampel vor uns gehabt. Eine Minute Verspätung, na gut, das macht's jetzt auch nicht. Also komm, die eine Minute Verspätung, die ist okay. Mal gucken, wie es dann im Endeffekt wirklich aussieht. Autofahren kriege ich mal einen halben Herzinfarkt, wenn einer rausgeschossen kommt. Was macht der da für Stunts? Der steht auf der Bank. Ein rabiater Fahrgast. Und der fährt natürlich mit, na eh klar. So, steige ein da, Havara. Setz dich hin. Und gut ist. Na, viele sind ja eh nicht mehr dabei. So, solange wir rot haben, haben wir rot. Haben wir eigentlich auch eine Straßenbahnampel? Nee, hier nicht. Da müssen wir uns an die Verkehrsampel halten. Gut, das ist eh ziemlich offensichtlich. Ach, was machst du jetzt noch auf? Und gehst wieder. Wieder so eine von der Sorte. Der hat mich jetzt gehört und geht wieder. Ah. So, aber jetzt. Komm. Grüß. Nochmal ein Flexi, die uns entgegenkommt. Also die kommen ja echt hier sehr oft. Bleib stehen. Ich habe das Gefühl, wir sollten hier nicht unbedingt 50 fahren oder 60. Das kommt mir fast ein bisschen schnell vor für diese engen Gassen hier. Weil der Flexity fährt auch nicht so schnell. Ich meine, der nimmt halt auch keine Fahrgäste mit. Da kann er ein bisschen Zeit gut machen mit dem langsamen Fahren. So, tschüss, dich nehme ich auch nicht mehr mit. Alle Türen waren zu und du warst nicht hier. Wieder schauen. Na, da kenne ich kein Pardon. Entweder der ist hier, wenn wir abfahren, oder der wartet auf den nächsten. Hätte mitgenommen, wenn noch irgendwo offen wäre. Das ist ja hier quasi mein Credo. Wir nehmen alle Leute mit, solange irgendwo die Tür noch offen ist. Wenn die Türen zu sind und es möchte auch mal mitfahren und es ist grün, hat er Pech gehabt. Wenn es rot ist, lassen wir die Freigabe eh drin. Dann kann ja jeder einsteigen und wieder aussteigen, je nachdem.
So, na, eine Minute Verspätung. Also ich muss echt zugeben, mit dem Ulf sind wir echt gut dabei. Letzte Folge ging es auch ganz gut. Ring ein bisschen Verspätung gehabt, aber das war auch nicht so arg. Und hier, 1,5 Minuten, es ist fast sogar perfekt. Guck mal, wir hätten hier sogar 10 Minuten Pause jetzt. So, nochmal hier ums Eck. Und der Zug, wenn man mal wirklich, wo der Punkt hier sein soll. Da vorne, bei der Dame im Blauen. Da ist er. Die mal treffen. So, 9 Punkte. Das hat da ganz gut funktioniert, muss ich zugeben. Na gut, Freunde, wir sind am Ziel. Die Dame hat es gerade gesagt und ich sag's euch nochmal. Wir sind am Ziel. Wir könnten jetzt, oder ich sag mal, die KI fährt wieder Richtung Prater Hauptallee. Wir haben 10 Minuten Pause und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Let's Play Tamsim. Und dann geht's weiter wahrscheinlich mit dem Typ A1 und Typ B1 im nächsten Update. Dann, die sollen ja wie gesagt auch kommen. Also, Typ B haben wir uns in dieser Folge angeschaut. Das 7-teilige Modell sieht man hier nochmal in kompletter Ausführung. Also die haben schon ordentlich Platz für ganz, 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 ganz viele Leute. Und das Modell A sind wir ja in der letzten Folge gefahren, den kleineren Teil, den 5er-Teil nämlich. Ja, und ich würde sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns wieder in der nächsten von Let's Play Tamsim. Danke dir fürs Zusehen und bis dahin, tschüss!